Bereits zum dritten Mal lud das lettische Stimmwunder Elina Garantscher zu ihrem Open-Air-Konzert Klassik in den Alpen nach Kitzbühel. In der prachtvollen Kulisse der Kitzbüheler Alpen präsentierte sie gemeinsam mit dem Dirigenten und künstlerischen Leiter Karl-Marc Chichon und ihren beiden amerikanischen Gästen, der Sopranistin Angel Joy Blue sowie dem Bariton Donny Ray Albert, Highlights der traditionellen und jüngeren klassischen Musik. Open Air sind überhaupt besonders, weil wir wollen und versuchen, dem normalen Opernmusikliebhaber das ganze Event einfach einfacher zu machen. Ja, man ist sehr oft vielleicht in der Oper durch die verschiedenen Produktionen und Inszenierungen etwas manchmal überfordert. Und hier bieten wir das Creme de la Creme der klassischen Opernliteratur einfach auf eine kürzere Weise. Der Konzertabend, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war, für den Opernliebhaber genauso wie für Klassikneulinge, wurde in gewohnt charmanter Weise von Barbara Rett moderiert. Kitzbühel ist was ganz Besonderes. Du gehst raus und du weißt, das Publikum ist liebend, wertschätzend, hochklassig. Das wird sofort, mit dem ersten rausgehen, wird das ein Dialog. Knapp 3000 Gäste ließen sich von dem außergewöhnlichen Ambiente im Kitzbüheler Pfarraupark verzaubern und zeigten sich von den Darbietungen der Künstler begeistert. Genau das hat noch gefehlt, um auch die Wertigkeit Kitzbühels in der kulturellen Szene hier entsprechend klarzumachen. Ich finde es einen tollen Weg, klassische Musik unter viele Leute zu bringen. Das Wetter passt natürlich sehr gut dazu. Das ganze Ambiente ist wirklich toll. Geht unter die Haut, muss ich sagen. Es ist eine Veranstaltung, die uns bereichert, die Gäste zufrieden macht, kann man nur gratulieren. Absolut, höchstklasse, ja. Die gesamte Umgebung und heute noch dieser wunderschöne Sommertag, also besser geht's gar nicht. Die Kombination Kultur und Kitzbühel passt auf jeden Fall garantiert. Wichtig ist nur auch da, gleich wie beim Sport, es muss auch etwas sein auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dann passt es sehr, sehr gut nach Kitzbühel. Und ja, wenn man es noch nicht geglaubt hätte, dann weiß man spätestens heute. In Kitzbühel freut man sich bereits jetzt auf die vierte Auflage von Klassik in den Alpen im Sommer 2016.